Ladies and Gentlemen, hier der Herr wählt den kurzen Weg zum Weihnachtsmarkt. Genau richtig. Ab 16.30 Uhr, 17 Uhr müssen Sie unbedingt hier nochmal beim Lichterfest vorbeikommen. Denn da wird dieses bekannte alte Speicherhaus, ist das sowas? Ich nehme mal an. Okay, siehst du, ich bin ja auch Stadtführer von Zittau. Da wird es in ein besonderes Licht getaucht. Das können Sie dann alles erleben. Lichterfest und Eröffnung des Weihnachtsmarkts. Ja, von weit draußen, da komme ich her und soll ich euch was sagen? Es schneit gar nicht sehr. Den Schlitten musste ich stehen lassen, drum musste ich laufen durch die ganzen Kassen. Und soll ich euch was sagen? Dort habe ich ihn gefunden, euren Oberbürgermeister. Und den habe ich einfach mitgebracht. Liebe Zittauerinnen und Zittauer, erstmal vielen Dank hier, dass der Weihnachtsmann jetzt schon bei uns ist, wobei noch gar nicht so richtig Weihnachten ist. Ja. Man muss ja schon mal vororientieren, ja. Ich brauche ja langsam mal die Wunschzettel. Wer seine Wunschzettel noch nicht abgegeben hat, hier, das ist der Richtige, liebe Kinder, der braucht die. Ja, wir starten ja den Weihnachtsmarkt heute mit dem Lichterfest, meine Damen und Herren. Ganz viele Lichter sind in Zittau angezündet. Da muss man auch mal jemandem Danke sagen. Also erstmal sind ganz viele Leute beteiligt, das zu machen, aber es ist zum ersten Mal zusammen mit dem Lichterfest des Zittau Lebendige Stadt e.V. Alle Händler und Gewerbetreibenden unterstützen das. Wir sind ja auch zum ersten Mal ein Weihnachtsmarkt mit zwei Wochenenden. Jawohl, und da sind wir natürlich auch ganz besonders stolz drauf und hoffen, dass die Zittauer auch alle 9 Tage hier uns die Treue halten und über diesen wunderschönen Weihnachtsmarkt hier hummeln werden. Ich gucke ja heute Abend mal in die Gesichter der lieben Zittauer und natürlich auch all derjenigen, die uns heute hier besuchen können. Und deswegen sagen wir natürlich auch mal noch mal ein herzliches Willkommen auch unseren ganzen Gästen aus den Nachbarländern. Ein herzliches Dzień dobry und ein herzliches Dobrý den. Ja, das ist der Herr Ott von der IHK, dem geben wir gleich das Mikro, der erklärt uns selber, warum er hier ist. Ab in die Mitte, die City-Offensive Sachsen, das ist ein Wettbewerb, den der Freistaat Sachsen, das Wirtschafts- und Innenministerium zusammen mit den sächsischen IHK und ganz viele Unternehmen, die Sie auch kennen, ausgelobt hat. Und an diesem Wettbewerb hat sich Zittau erneut beworben. Es hat ein Projekt eingereicht und dieses Projekt hat einen Sonderpreis bekommen. Und lieber Weihnachtsmann, es ist so vielleicht ein kleines vorgezogenes Weihnachtsgeschenk für die Stadt Zittau. Achso, was mag ich, ja, das mag ich. Ich bin nicht 6.000 Euro Sonderpreis für die Stadt Zittau, für das Projekt. Ja, ist jetzt die falsche Jahreszeit, aber es kommen auch wieder bessere und wärmere Tage. Zittau gärtnert mitten in der Stadt. Dafür alles Gute. So ein wunderschönes Thema. Zittau gärtnert mitten in der Stadt. Ich glaube, das ist natürlich nicht nur ein Preis wert, sondern auch wert, dass man sich das mal anschaut in Ruhe. Eine Runde über den Weihnachtsmarkt. Kommt ihr mit? Ja, wir müssen noch was sagen. Dass ihr alle artig sein sollen? Nein. Was denn? 3, 4. Wir erklären. Ach so. Wir erklären den Zittauer Weihnachtsmarkt für eröffnet.
ersten großen Feuershow mit Dragoner aus Görlitz. Thank you.